Welche möglichen künftigen Stars picken die britischen Film- und Fernsehleute der BAFTA aus der Masse heraus? Rising Star Award heißt die Auszeichnung für neue Talente in der Schauspielbranche. Unter den Kandidaten dieses Jahr Newcomer Michael Ward. Er spielt in Blue Story, eine Adaptation von Rapmans YouTube-Serie über zwei junge Freunde, die in einem Straßenkrieg Rivalen werden. Der als Rap erzählte Film sorgte für Kontroversen. Eine britische Kinokette stoppte den Film nach einer Schlägerei in der Eröffnungswoche in einem Multiplex in Birmingham. Was da passiert ist, war nicht so toll, das war nicht in unserem Sinn. Und ja, Mann, die Situation war, es war nicht nötig, dass das wirklich passierte. Ich bin nur froh, dass niemand verletzt wurde. Das ist die Hauptsache. Wenn die Leute den Film anschauen, nehmen sie ihn so wahr, wie er ist, und da geht es nicht um Gewalt, tatsächlich geht es um Liebe. Das erkennen sie jetzt, und das haben wir versucht rüberzubringen. Michael Ward ist auch eine der Hauptfiguren in der Wiederbelebung des britischen Kultkrimis Top Boy bei Netflix. Der Rising Star Award ist die einzige BAFTA-Filmpreiskategorie, die ausschließlich von der Öffentlichkeit bestimmt wird. Die BAFTA-Juries suchen nur die Nominierungen aus. Die BAFTA-Geschäftsführerin. Es ist eine brillant abwechslungsreiche Liste und ich bin sehr froh darüber, mit durchweg unglaublichen schauspielerischen Leistungen und sehr unterschiedlichen dazu. Blue Story, das ist eine abenteuerliche Geschichte, oder? Mit allem, was beim Filmstart passiert ist. Es ist der unglaublichste Film. Also wenn Sie ihn bisher nicht gesehen haben, bitte tun Sie es. Die BAFTAs werden am 2. Februar in London verliehen. And I ain't trying to justify, but I'ma show you what these young boys are fighting for.